Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine lieben Freunde des virtuellen Pokémon-Sports. Ja, wir sind wieder da bei Let's Play Pokémon Platin und ich muss hier gerade mal schauen, wo wir sind. Wir sind am See der Wahrheit und Team sieht auf jeden Fall voll geheilt aus. Fast alles auf Level 42. Wendigo und Neo könnten noch ein bisschen Nachtraining verbrauchen. Die sind noch 41, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt erstmal wieder durchkloppen müssen. Okay, hat der Koto wahrscheinlich im letzten Part noch ein bisschen zu viel zum Quatschen gehabt, dass er hier noch großartig weiterkommen konnte. Aber er hat zumindest den See der Kühnheit geschafft. Gut, bleibt für mich halt das See der Wahrheit. Ich nehme heute übrigens mal wieder von meinem Laptop auf, weil wir haben heute Dienstag. Das ist mitten unter der Woche und unter der Woche bin ich nicht zu Hause. So, wir machen hier. Machen wir hier ein Rasierblatt? Ja, ich würde hier eigentlich das Dunkel wegfokussen wollen und du machst einen Klierschaffers Charmian. Okay. Der mogelt hier erstmal. Sollte ausreichen. Okay, dann halt nicht. Das reicht das Aeroas aus. Flügelschlag, okay. Ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was da mehr Schaden gemacht hätte, ob er das jetzt auf Wendigo oder auf Neo gemacht hätte, weil, ja, Wendigo hat dafür ein bisschen zu gute Def-Werte. Einen haben sie noch, ein Kramurx. Ja, naja, das ist die einzig sinnvolle Attacke, die ich hier habe. Ich will jetzt kein Blizzard dafür verwenden. So. Haben wir zumindest schon mal zwei Galaktiker besiegt. Ja, sehen wir mal an, wir haben ihm bei seinem Job geholfen. Gleich im nächsten Doppelkampf. Ja, ein Skunkappe und ein Funduster. Wie macht man denn das am besten? Ich mache hier einfach mal einen Schaufler, egal ob was. Das Problem ist jetzt, dass Neo schneller ist. Und du kriegst eine Wasserdüse. Die reicht auch aus. Sehr schön. So, jetzt kann ich hier ungestört Surfer machen. Weil Wendigo treffe ich damit jetzt nicht. Skunkabu sollte das überleben, oder? Ja, dachte ich mir. Wendigo erreicht noch Level 42. Da gibt er. Ja, jetzt hat er schöne Angriffs- und Verteidigungswerte. Beide genau durch 10 teilbar.
geflüstert. Das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Einmal Kreuzschere hier, einmal Wasserdüse hier. Die Wasserdüse müsste dann eh schon ausreichen. Da kriegen wir noch ein Level-Up für Leo. Nee, der ist noch ein bisschen zu weit vom nächsten Level weg. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber er ist auf jeden Fall noch nicht Level 42. Das heißt, er darf gleich den Kampf gegen Mars leaden. Dieses Gesicht, es weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich, oder? Schön, was soll's auch. Ich sage dir, wer ich bin. Ich bin Mars, Commander vom Team Galactic. Zumindest einer von ihnen. Was stellt ihr da? Irgend so ein Liebespärchen, das zur Hilfe eilt? Keine Chance, nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Da haben wir den zweiten Kampf mit Commander Mars. Und erstmal gegen ein Gulbat. Komm, mach mal Risiko, Blizzard. Natürlich. Ich bin stark am Überlegen, ihn den Blizzard irgendwann zu verlernen und dafür einen Eisstrahl, sobald ich die TM abzugeben. Zwei miteinander daneben gehen, ist schon blöd. Komm, wenigstens beim dritten Mal treffen. Bei 70% Genauigkeit sollte man ja eigentlich meinen, dass der ein bisschen häufiger trifft, aber jetzt reicht das nicht mal. Ich hätte doch auf zweimal Surfer gehen sollen. Und das war's mit Neo. Komm, Bendigo, du machst das. Ein kleines Aeroas. Und dann ist das Gulbat auch weg. Bronze. Ja, da möchte ich wechseln. Das ist was für Wupan. Schon mal gesagt, Viecher haben entweder eine Feuer- oder eine Bodenschwäche, je nachdem welche Fähigkeit sie haben. Ob es Hitzeschutz oder Schwebe ist. Mit Feuer sind wir aber generell immer auf der sicheren Seite, weil die meisten Bronzen mit Schwebe spielen. Schnurgast. Ja, das ist auch ein perfekter Job für Wukan. Er darf gleich ein kleines Normal-Pokémon verprügeln. Nachdem er den Mogelhieb gefressen hat. So, dass da die Verteidigungswerte sinken, das interessiert mich jetzt schon gar nicht mehr, weil wir haben den Kampf gewonnen. Immer und immer wieder. Ich habe schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier am See der Wahrheit. Das büßt du mir. Einem Commander von Team Galactic sollte so ein Missgeschick nicht passieren. Ruhig jetzt, Mars. Verdammt, jetzt habe ich das Ding weggenommen. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt, ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss war im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der drei Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großartiger Leistung erschien hier eine Höhle. In just dieser Höhle schlief das Pokémon Vesprit. Vesprit ist vermutlich aufgetaucht, um den Seinen zu helfen. Es hat perfekt gepasst und einfach zu fangen war es auch. Ha, jetzt haben wir sie alle. Vesprit das fühlende Wesen, Tobots das starke Wesen, Selfie das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet. Jetzt verstehe ich, dass es auch am See der Kühnheit geschehen.
Ein weiteres legendäres Pokémon wurde von Team Galactic entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Allein, dass ihr unbeschadet davongekommen seid, ist eine Freude. Was ist aber mit dem See der Stärke? Ist Barry in Sicherheit? Ja, und genau das müssen wir jetzt eben nachprüfen. Wir können mittlerweile die VM-Stärke benutzen. Ich weiß aber nicht, ob sie schon jemandem beigebracht wurde. Ich bringe sie jetzt einfach mal unserem... Oh, Moment, wir haben das VM-Opfer gar nicht dabei, oder? Stimmt, wir haben das VM-Opfer nicht dabei. Okay. Planänderung. Ich hole das VM-Opfer erstmal aus der Box. Aber erstmal fliege ich in die Nähe von dem Ort, wo wir überhaupt hin müssen. Weil dafür haben wir ja unsere Fio dabei. Gehen wir von Elysis oder von Ewigenau rein? Ich überlege gerade, wie es geschickter ist, aber ich glaube, von Elysis kann man besser rein. Wir müssen nämlich jetzt auch nach Blitzach. So. Route 211, also die jetzt Richtung Kraterberg geführt hat, die habe ich offscreen schon mal von Trainern befreit. Da habe ich mal mein kleines Lucario hier ein bisschen trainiert damals. Hatte damals nicht gedacht, dass wir die Route noch machen, aber egal. Die habe ich jetzt halt schon mal offscreen gemacht, das erspart uns ein paar Trainerkämpfe. So, VM-Opfer, du darfst mal wieder. Die Fio braucht man jetzt erstmal nicht. Weil bis nach Blitzach kann man jetzt eh nicht wirklich fliegen und das wird jetzt sowieso ein ziemlich langer Weg darauf. Also ich kann es ja hier mal auf der Karte zeigen. Hier ist die Karte. Wir müssen jetzt hier ein Stück durch den Kraterberg, dann über Route 216 und Route 217 und Stärkeufer nach Blitzach rauf. Und dort müssen wir uns dann erstmal den siebten Orden erkämpfen, weil wir dann die VM Kraxler erst einsetzen können. So. Wie gesagt, diese Route habe ich hier schon mal ein bisschen sauber gemacht. So. Ich muss jetzt noch die Stärke beibringen. Könnte zwar eigentlich jeder andere in unserem Team auch lernen, aber... Solange ich das dem VM-Opfer noch aufbrummen kann, brumme ich es ihm auf. So. Dann haben wir die Stärke. Dann hätte ich als nächstes gern ein bisschen Schutz wieder. So. Dann wollen wir mal. Müsste auch irgendwas sein. Schauen wir mal, was wir da hinten finden, wenn da schon zertrümmerer Felsen rumliegen. Ein Sonderbonbon. Ja, warum auch nicht. Moment mal, ist hier was? Nö. Der zertrümmerer Felsen steht einfach nur so da. So, hier könnten wir theoretisch Auflockern einsetzen, aber ich habe Fiona jetzt gerade nicht dabei. Also müssen wir das ohne machen. Der Weg hier durch ist sowieso nicht sonderlich kompliziert. Ich meine, der ist ziemlich straightforward. Man könnte hier unten zwar noch ein paar Items finden, aber da habe ich jetzt echt keine Lust zu, in dem Nebel rumzusuchen. Hier haben wir auf jeden Fall ein ewiges Eis. Verrät schon mal, wo wir hier jetzt bald hinkommen. Und da oben ist ebenfalls noch was. Nämlich ein Nugget. So. Und wir sind auf Route 216. Der Schutz hat genau ausgereicht. Ich mag die Musik auf dieser Route. Ja. Ein AP Plus. Ich schaue mich hier oben erstmal um, bevor ich da unten lang gehe. Die
wilden Pokémon sind hier auf jeden Fall schon mal Level 32. Oh, und ach ja, ganz vergessen, auf der Route hagelt die ganze Zeit. Was für unseren Neo aber irgendwo auch gut ist, weil der hat dann so ein gewisses Problem mit einer gewissen Attacke nicht mehr. Ich sag's mal gleich so, Blizzard trifft bei Hagelsturm zu 100%. War zumindest ab der 4. Generation dann schon so. Also, ich glaube, die haben das auch wirklich in der 4. Generation dann auch so eingeführt erst. So, wir haben jetzt dummerweise meinen Knirscher blockiert. Mit Surfer mache ich hier aber, glaube ich, immer noch ein bisschen mehr Schaden als mit Blizzard. Oder? Mit Surfer habe ich mit Step eine 135. Ah ne, sogar ein bisschen mehr, 142. 5 Surfer hatte ich hier noch Stärke 95. Blizzard kommt auf 120. Ja. Weil beide Attacken nicht effektiv sind. Mit Surfer auch noch mehr. Wir fangen jetzt erstmal Level 42 für Neo. Ach ja, dieser Hagelsturm, ein Galoppar. Jetzt bleibe ich aber drin. Einmal Surfer. Keine Ahnung, ob der ausreicht, aber ja, tut er. Und ein Mogelbaum. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Mogelbaum hat eine ziemlich bescheidene Spezialverteidigung. Und eine Schwäche gegen Wasserattacke. Sieht zwar aus wie ein Pflanzen-Pokémon, ist aber vom Typ Gestein. Deswegen heißt es ja Mogelbau. Weil er immer so gerne mogelt. So. Wen packen wir denn nach vorne? Wir hatten am wenigsten KP. Das ist Wendigo. Ja, gut. Mal schauen, wie gut sich der gegen Eis-Pokémon noch wehren kann. Solange es physisch angreifend ist, hat er kein Problem damit. Bei allem, was irgendwie auf Eisstrahl, Blizzard oder sonst irgendwas geht, sieht es dann allerdings schon ein bisschen anders aus. So, jetzt mache ich hier oben noch ein bisschen die Trainer klar, die ich da jetzt ausgelassen habe. So. Haben wir jetzt auf jeden Fall einen Ambidiffel. So, das machen wir doch mal, wenn man das hier bleibt. Okay, der senkt mein Def. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich sogar was. Es sei denn, ich mache einen One-Hit. Ah, das habe ich mir gedacht, dass das keiner wird. Aber wir müssen hoffen, dass er ja, also nicht angreift. Und jetzt auch noch hoffen, dass das Rasierblatt trifft. Mit knapp unter 75% Wahrscheinlichkeit ist da schon mal so die Sache, dass man da mal daneben haut. Ein Polygon 2, also mit verringerter Def, also halbierter Def und einer verringerten Genauigkeit will ich da jetzt nicht drin bleiben. Bei Polygon 2, was war nochmal die stärkere Verteidigung? Das war, glaube ich, die spezielle war, glaube ich, die stärkere bei dem
Das heißt, mit dem physischen Klopper sollte ich da wesentlich besser zurechtkommen als mit einer Aurasphäre. Wobei ich hier sowieso, ja, Viech hätte ich da eh nicht zu befürchten gehabt. Das Viech hat ja nicht mal einen Evoliten. Also, die Trainer-Pokémon haben ja fast nie Items. Und wenn, dann sind es irgendwelche Bären oder sowas. So, ich würde sagen, wir machen den nächsten Trainer dann noch. Also, da hinten war, glaube ich, keiner mehr, oder? Eben, da war schon die Höhle. Also, der Kraterberg. Naja, der Tiefschnee. Volltreffer. Und das habe ich eigentlich gehofft, dass es nicht kann. Das tut weh. Okay, eine Runde Hagel würde ich zur Not noch überleben. Wenn man noch ein Aeroass, dann haben wir das erledigt. Dann wechseln wir aus. Vier Verteidigungen. Ich versuche Gigasauger zu lernen. An sich eine nette Attacke, aber die ist speziell, also nein, danke. Außerdem weiß ich nicht, wurde die in Gen 4 oder in Gen 5 gebufft? Ich meine erst in Gen 5. Das heißt, die hat jetzt Stärke 60 und 5 AP. Sind wir mit unserem Rasierblatt wesentlich besser dran und das bisschen Heilung macht hier auch nicht wirklich viel aus. Weil er da im Vergleich zum Rasierblatt recht wenig Schaden machen wird. So. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt hier mal die Aufnahme. Ich bin bei 22 Minuten. Dann komme ich zumindest mal wieder auf eine sinnvolle Folgenzeit, weil ich die letzten hier alle wieder überzogen habe. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Also das übernächste Mal. Das nächste Mal sehen wir bei Koto. Bis dahin, macht's gut!